Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Nein, ich will jetzt nicht nochmal meine gesunden Pokémon auftakeln. Ich will jetzt in die Arena gehen. Wir haben im letzten Part ein bisschen trainiert, ein bisschen lange sogar. War ganz erschrocken. Auf einmal waren 37 Minuten, Alter. Haben wir da gezockt. Das kam mir gar nicht so lange vor. Naja gut. Hier setzen die... Was, Kampf? Ich glaube auf Kampf-Pokémon. Donnerking setzen wir nicht nach vorne, sondern ich würde sogar mal sagen, Albtraum. Das ist jetzt unser Opferkandidat. Denn wenn sich eine Situation ergibt, wo ein Gegner sehr geschwächt ist dann und nur noch rot ist, dann holen wir sofort Raichu rein, damit er im besten Falle sofort aufleveln kann. Verstehe schon, was ich damit sagen möchte, ne? Weil von Anfang an würde hier... Ja, das ist jetzt ganz schlecht. Das war also doch nicht Kampf, das war Psycho, stimmt. Wir dürfen anfangen, sehr schön. Denn hier könnte Raichu nicht das Pokémon von Grund auf besiegen, das geht einfach nicht. Deswegen ein Vorschaden, der wäre nicht schlecht. Traumato ist verwirrt. Ein bisschen verwirrt, der kleine Traumato. Bam! Sehr schön, dann Nachtnebel, zieht 34 ab. Er richtet sich nach dem Level von Traumato. Der hat anscheinend viele KPs, das ist ja blöd. Meditation! Sein Angriff steigt, glaube ich, sehr stark. Ne, steigt und... Das war's. Achso, okay. Nochmal Nachtnebel. Unglaublich. Ich glaube, Albtraum könnte hier den Kampf für sich entscheiden. Wenn Traumato sich jetzt selbst schlagen würde. Ah! Oh! Und dann auch noch Psychokinese. Na, ob das Albtraum überlebt? Natürlich nicht. Das war natürlich viel zu viel für Albtraum. Dann schicke ich jetzt doch Donnerking in den Kampf. Level 23. Boah. 11 Level immer noch Unterschied. Das ist eine Menge. Schockwelle. Wir dürfen anfangen. Das ist sehr gut. Ich hoffe, wir können alles abziehen. Ansonsten haben wir es schwer. Scheiße. Aber es ist noch verwirrt. Ach, scheiße. Kopfnuss. Oh, Volltreffer. Dammit. Du Schwanz. So ein Schwanzlutscher, Alter. Das gibt's doch nicht. Da besiegt er mich einfach. Und ich habe gehofft, dass ich wenigstens mit Donnerking hier ein bisschen Erfahrungspunkte einheimsen kann. Jetzt renne ich gleich wieder natürlich zum Pokémon Center, ist ja ganz klar. Biss. Sehr effektiv gegen Unlicht-Pokémon. Gegen Psycho. So, 742. Ja, toll. Ich hätte eh nicht so viel bekommen. Und dann nochmal Biss gegen Kadabra. Wenn Gary Knirscher erlernen würde, das wäre natürlich super toll. Das ist quasi so eine Steigerung von Biss. Und sehr trifft uns irgendwann im Verlauf des Kampfes, wenn wir ihn nicht besiegen sollten. Biss zieht jetzt aber auf jeden Fall nicht alles ab. Nein, 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 nein. Never ever. Genesung. Ach, so ein Dreck. Dann kann sehr auf jeden Fall... Also, das wird auf jeden Fall treffen. Bin ich sehr sicher sogar. Aber Drachenwut zieht 40 ab. Reflektor. Reflektor von Gegner erhöht die Verteidigung. Natürlich von ihm. Nicht von mir, aber es zieht trotzdem 40 ab. Das heißt, das bringt nichts. Oh! Sehr schön. Wir werden zwar jetzt getroffen, zieht aber, glaube ich, nicht ganz so viel ab, oder? Oh, es geht. Rollentausch? Was war denn das nochmal? Kadabra kopiert Bedroher von Gary. Ach so, die Status. Eigenschaft, sozusagen. Tja, bringt aber nichts. Drachenwut zieht kontinuierlich 40 ab. Das ist an dieser Stelle richtig gut, muss ich mal sagen. Weil der Gegner hier viel, viel stärker ist und sein Wert natürlich auch höher ist. Aber Drachenwut zieht trotzdem 40 ab. Weil es über die Attacke immer 40 abzieht. Das ist eben sehr, sehr positiv. Und gerade Kadabra ist nicht gerade bekannt für seine hohe KP-Zahl. Der hat nämlich super wenig. Willkommen zurück im Pokémon Center. Wir haben dich ja noch nie hier gesehen. Ich spreche mal kurz mit der Dame da vorne. Die mit dem blauen Haaren. So, und dann mal mit diesem Typen hier. Man kann nicht nur mit einem starken Pokémon gewinnen. Es ist mühsam, doch alle Pokémon sollten ungefähr den gleichen Level haben. Meine Rede. Westlich von Vertania City liegt ein Pfad. Er führt zum Hauptquartier der Pokémon-Liga, der höchsten Instanz für Trainer. Ja, ja, komm mal später nochmal lang. Kein Problem. Stress mal nicht rum, Vibe. So, wenn wir diese Arena dann hinter uns gebracht haben, können wir endlich Surfer einsetzen außerhalb. Und somit dann auf die Wasserstraße gehen und da können wir dann Raichu richtig trainieren. Also da haben wir echt leichte Spiele. Wenn Raichu jetzt noch ein bisschen stärker werden würde, dann wären wir echt awesome. Ja, jeder hat hier ein Traumato, das gefällt mir überhaupt nicht. Level 31 dieses Mal aber nur. Das heißt drei Level schwächer mit dem Konfuschrall natürlich. Njung.
Es ist verwirrt. Hoffentlich schlägt es sich selbst. Ich habe nämlich das Gefühl, dass jetzt Psychokinese an das würde Albtraum nicht überleben. Und es schlägt sich selbst. Super. Allerdings zieht jetzt Nachtnebel nur 31 KP ab. Das ist eh nicht sehr effektiv. Dann nehmen wir Nachtnebel. Obwohl Geist gegen Psycho? Ja doch, glaube ich. Ich probiere es gleich mal aus. Psycho gegen Psycho ist ja klar, dass es nicht sehr effektiv ist, aber vielleicht... Oder soll ich es ausprobieren? Ich könnte eventuell jetzt mit Albtraum gewinnen. Nee, nicht ganz. Ich nehme mal Finsterfaust. Ach, es ist... Oh, das ist ja sogar sehr effektiv. Geist gegen Psycho und Psycho gegen Geist. Das ist ja richtig cool. Wusste ich nicht. Ha. Level 26. Das ist natürlich super cool. Als nächstes kommt Traumato. Ich setze mal sofort nochmal Finsterfaust ein. Dürfen natürlich auch anfangen. Unsere Initiative ist unglaublich hoch. Wären wir ein Gänger, wäre es natürlich noch höher. Ah! Hoffentlich überleben wir es. Oh, sofort tot. Setzen wir da Raichu ein, das ist die Frage. Ich würde sogar sagen, setzen wir einen. Der ist jetzt 3 Level schwächer. Schockwelle wird nicht alles abziehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Der ist immer noch 8 Level höher. Vielleicht aber ein Volltreffer. Dann würde es alles abziehen. Oh, das sieht ja richtig wenig ab. Psychokinese, Mist. Und Donner King ist wieder besiegt. Nicht? Alter, hat noch nicht mal die Hälfte abgezogen. Ist natürlich super toll. Ja, sehr schön besiegt. Und das gibt nochmal 676 KP Erfahrungspunkte. Naja. Wir wechseln nicht. Aber jetzt wechseln wir erst. Das heißt, er bekommt nochmal diese geschenkten Erfahrungspunkte. Setzen wir mal Gary ein. Gary! Wird wahrscheinlich jetzt irgendwie sehr nehmen. Ja, ich denke mal sehr oder Rollentausch vielleicht. Ja, sehr. Macht er immer am Anfang des Kampfes. Kadabra seine Attacke voraus. Drachenwut! Oh, das sieht jetzt richtig viel ab. Und er nimmt Genesung? Wie darf man das verstehen? Oh, Kadabra, der könnte jetzt K.O. sein. Nicht ganz, okay. Reflektor nimmt er jetzt. Jetzt hätte er Genesung nehmen können. Aber ich weiß nicht, warum er Reflektor genommen hat. Und seine Verteidigung nimmt hoch. Es steigt, aber es bringt ihm nichts mehr. Vielleicht für die Gegner, die für seinen Kampfpartner, die jetzt noch kommen. 481 für Gary. Bim, bim, bim. 3, 2, oh, sehr schöne Statuswerte. Und 481 für Raichu. Ja, jetzt kommt nochmal Traumato, da kann Pikachu, Raichu kaum was aussetzen. Boah, voll von der Attacke sehr getroffen. Ah. Harter Treffer. Biss. Tschuh. Okay, der war schwach, der Treffer jetzt. Boah, Giftwolke trifft Gott sei Dank nicht. Habe ich nochmal Glück gehabt. Nochmal Drachenwut. Na. Och, Mensch. So eine billige Attacke, ganz ehrlich. Gary wurde vergiftet. Und Gary wurde durch Gift verletzt. Und nochmal Drachenwut. Ne, da habe ich gerade Giftwolke imitiert. So, 676. Naja, Spieler besiegt. Jongleur Chuck. Ich habe verloren. Und Raichu werden wir jetzt natürlich an eine andere Stelle schicken. Und zwar an die Stelle... Ach, ist er schon hinter Gary. Sehr gut. Wie gesagt, was ist denn das für einer? Meister Koga unterweist mich in die Kunst des Ninja-Kampfes. Der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Aha. Welches Pokémon wird er wohl rufen? Ein Arbok. Gift-Pokémon. Boah, 33. Das sind Level, das ist unglaublich. Aber der Angriff wird schon mal vermindert. Jetzt sag nicht, dass Gift gleich schon am Anfang was abzieht. Ach, er hat auch einen Bedroher. Ist ja lustig. Irgendwie Drachenwut. Kreideschrei, jetzt wird es ganz gefährlich für uns. Ich weiß nicht, ob sich Gift darauf dann auch auswirkt und das dann auch nochmal ausnutzt, dass meine Verteidigung gesunken ist. Kann ich mir aber gut vorstellen. Das heißt, jetzt könnte es ziemlich viel abziehen. Nö, hat's aber nicht. Biss! Hoffentlich schreckt es nicht zurück. Yes, Drachenwut und damit ist Arbok besiegt. Aufgrund der 40... Na, ist noch nicht besiegt. Ach so, okay. Gut, schön zu wissen. Biss. Oh, das war knapp. Eieiei, wir werden jetzt vielleicht durch Gift umgebracht. So sieht es nämlich aus, wenn ich jetzt nicht tausche. Oh, jetzt kommt ein Sandama. Mann, da hätte ich jetzt schön Surfer einsetzen können.
Dieser blöde Dompteur. Was ein Trottel. Nein, Gary. Oh mein Gott, Gary. Das wirst du mir büßen. Hä? Warte mal, du noch Schaufler? Ja, Tatsache. Mit dem Flugpokémon Schaufler einsetzen ist auch lustig. Jung. Das sieht so fail aus. Habe ich ihn ja als Glutexo beigebracht. Und Boden gegen Boden ist sehr effektiv. Allerdings glaube ich nicht, dass das unbedingt viel abzieht. Was zum Teufel? Warum? Oder war es Boden gegen Gestein und hier ist es Boden gegen Boden ist hier, glaube ich, normal. Ja? Bin noch ein bisschen verwirrt. Bei Pokémon Stadium ist es an Pokémon Gelb geknüpft. Und so weiter. Nochmal Arbor. Komm, da wären wir gleich Level 37 von mir aus. Und Gary ist besiegt. Ja, Ich glaube, danach kommt noch ein Trainer. Müsste noch ein Trainer kommen und dann kommt erst der Arena-Leiter. Von daher brauche ich jetzt noch nicht ins Pokémon-Center gehen. Es sei denn, Glurak wird jetzt vergiftet eventuell. Da habe ich immer die Befürchtung, ich werde getroffen. Immer. Diese Rauchwolke, die muss auch unbedingt weg. Die ist so blöd, die braucht keiner. So, wir sind Level 37 mit Glurak. Ein sehr schönes Level. Bam! So, ich glaube 2 KP dieses Mal nur. Ne, 3-2. Boah, sehr schöne Werte wieder. Astrein, kann ich dazu nur sagen. Autsch! Hat er sich selbst ausgepeitscht. So, mal gucken. Ja, einen haben wir noch. Noch einen Nomteur. Da kann Ramler mal sich von der besten Seite zeigen. So. Achso, die Weißen markieren hier diese Fläche, wo man nicht raufgehen kann. Ah, interessant. So. Bleib stehen. Frustrieren dich die unsichtbaren Mauern? Nö, ich sehe sie ja. Die sind nämlich durch. Es ist ein Viereck und in jeder einzelnen Ecke, sprich in jeder. Also, ein Viereck hat 4 Ecken. Und in jeder einzelnen Ecke ist so ein weißes, ganz kleines Viereckchen. So, Ramler, Surfer, das ist sehr effektiv. Also, ich hoffe doch. Also, wenn nicht, dann bin ich ganz verwirrt. Natürlich ist das sehr effektiv. Sehr schön. Ramler besiegt ihn sogar fast. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es jetzt wirklich so viel abzieht. Bin ich aber froh. Surfer trifft dich. Nein! Scheiß Sandwirbel. Sternschauer. Naja. Hat aber relativ viel abgezogen, aber nur weil er 4 Level höher ist als ich. Sonst ist das eine super schwache Attacke. Sieht man ja auch an diesem Beispiel, wie wenig das abgezogen hat. Ist eigentlich super schwach. 1186. Mensch, das sind viele Erfahrungspunkte. Das ist ja toll. Boah, es wird immer schwieriger hier. Glaube ich jetzt mal Fuchtler ein. Ja, von mir aus. Fuchtler! Komm schon, Volltreffer! Ach, scheiße. Biss. Schwacher Treffer. Fuchtler, jetzt sind wir verwirrt. Jetzt wird's kniffliger. Gott sei Dank hat Kreideschrei nicht getroffen. Nee, wir sind nicht verwirrt. Wir haben Glück gehabt. Ist jetzt schön. Nochmal Biss. Jetzt sind wir aber wirklich verwirrt, oder? Ist auch ganz gut so. Wenn ich jetzt sterben sollte, wäre es mir. Ja, eigentlich ein bisschen Latte, weil dann kann Donnerking aufleveln, weißt du? Aber egal. Ach, schade. Von mir aus kann er mich jetzt auch umbringen. Ich könnte jetzt auch tauschen, aber das wäre natürlich doof und unsinnig. Weil Donnerking dadurch wahrscheinlich getötet wird. Und außerdem, ja, zu wenig Erfahrungspunkte bekommen, das lohnt sich einfach nicht, wenn das gesplittet wieder wird. Wären dann zwar 500, aber nee. So, 3-2-2-1-2. Auch sehr ordentlich. Alter, die Werte sind so hoch. Die sind noch, sogar, glaube ich, noch höher als bei Glurak. Alter, Mann, meine Pokémon. Da habe ich mir echt ein Assblatt rausgesucht. Gegen dich habe ich schon, ne? Ach, nee. Der andere war weiter unten. Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorfahren? Meine Vorfahren sind die Affen. Und? Probleme? Die waren, affig. Das war kein gutes Argument. Okay. Reinhard. Die Traumate. Was setzen wir da mal ein? Fuchtler natürlich. Bam, bam, bam. Gut, wenn Donnerking jetzt gegen den gewinnen würde, das würde jetzt auch nicht ganz so viel bringen. Der bringt ja nur 600 oder so. Um den Dreh. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Summe, von dem jeder träumen würde. Eine Traumatum? Traum? 700 sogar? Okay. Hypno, ich tausche natürlich, weil sonst bin ich verwirrt. Und gegen Hypno wäre Schweini vielleicht nicht schlecht. Obwohl Psycho ist sehr effektiv auf Kampf. Das heißt, ich habe mal wieder eine falsche Entscheidung getroffen.
Aber es geht mir im Arsch vorbei. Auf jeden Fall ist seine Initiative sehr, sehr gering. Da setzt mal Kreuzibein. Bam! Ah, super. Ja, Konfusion. Psychokinese, da hätte ich mich festgelegt, da wären wir sofort tot. Aber Kreuzhieb trifft das zweite Mal. Und Hypno durch einen Volltreffer besiegt. Das gibt 1300 oder mehr, ich weiß es nicht. 1200, boah. Das sind so... Ja! Die sehe ich immer gerne. Guck, man sieht sie hier. Kleine Vierecke in einem Viereck. Das heißt, jetzt geht es los. Jetzt beginnt der Kampf gegen Koga. Der Ninja-Meister Koga. Ich glaube, im Markt gibt es hier noch keine Top-Genesung. Die gibt es erst wirklich sehr, sehr spät. Wenn der wirklich, ich glaube, vielleicht auf der Xenova-Insel oder wie sie hieß. Oder aber auch erst in der Pokémon-Liga. Vorher glaube ich nicht. Da gibt es vielleicht Top-Trank, aber Top-Genesung. Oder Top-Belieber wäre jetzt auch nicht schlecht, aber ich glaube, das gibt es alles nicht. Ach, der Markt, wo ist denn der Markt? Hier? Nein, oder? Arena? Hm, wo ist der Markt? Wo hat sich der Markt nun versteckt? Ich würde den ja gern mal besuchen. Das wäre so schön, das wäre so schön. Doch es gibt hier keinen Markt. Mist. Okay, jetzt geht's los. Ich glaube, ich verliere noch beim ersten Mal. Also, ich kann jetzt auf jeden Fall nicht mit hundertprozentiger Überzeugung sagen, jetzt gewinnen wir, weil ist schon schwierig. Sagen wir es mal so. Die Vorkämpfe, die waren alles andere als einfach. War schwierig. Und das, was hier uns jetzt erwartet, wird super schwierig. Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst. Erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken solltest du verzweifeln. Das hört sich aber ganz... Obwohl Schlaf, ja. Smogmog vielleicht. Hypno. Ja, Smogon, Smogmog, Hypno, Slimog. 7... Oh, Alter, scheiße. 37. Oho! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so hoch ist. Ach, ich Dulli. Konfusstrahl wählen. Oh, Schlammbart. Nicht sehr effektiv. Sehr gut. Ich hätte jetzt gedacht, wieder vergiftet. Aber wenn eine Attacke auf dich nicht sehr effektiv ist, dann ist die Chance, dass die Statusveränderung, die dadurch hervorgerufen wird, sehr, sehr minimal bleibt. So, Smogon ist weiterhin verwirrt. Und schlägt sich selbst. Diese Pussy. Jetzt kommt Nachtnebel, das zieht nochmal 37 ab. Wie gesagt, hängt vom Level des Gegners ab. Und der ist eben bei 37. Sehr schön. Und ist nochmal verwirrt. Bei Smogon kommen natürlich jetzt nicht die Hammer-Erfahrungspunkte-Werte. Rauchwolke. Das ist super. Und nochmal Nachtnebel. Trifft das immer? Weiß ich gar nicht mehr. Bestimmte Attacken treffen ja immer. Verwirrt? Es ist verwirrt. Ja, und damit haben wir gewonnen. Gegen Smogon. Ist auch schon mal ein Siegesschrei wert. 903, das ist eine Menge wieder. Slimog, boah. Oh, ich muss überlegen. Ja, nehmen wir Schweini. Schweini, du bist dran. Slimog, ich hoffe, der ist nicht 40. Der darf nicht 40 sein. Der darf nicht 40 sein. Pff, 39. Kreuzi! Bam! Nicht sehr effektiv, aber okay, es zieht wenig ab. Kein Aber also. Säurepanzer, seine Verteidigung nimmt stetig an. Steigt stark! Alter, nein! Ach, Felsgrab ist unnötig. Seine Initiative ist eh richtig schlecht. Oh Mann, ey, das wird jetzt schwer. Oh, sein Wert ist jetzt richtig hoch. Hm. Oh, lol, wie einfach OP der gerade ist. Das glaube ich nicht. Ich werde wahrscheinlich verlieren. Geowurf zieht 36 ab. Stimmt, so war das. Das zieht jetzt meine Level ab. Sehr schön. Natürlich eine Menge schon. Aber er wird jetzt sterben. Boah, starkes Pokémon. Ich glaube, ich nehme jetzt Albtraum. Nachtnebel zieht 39 ab. Und es ist fast alles. Nachtnebel! Eine Aktion bei Nacht und Nebel. Was, so wenig nur? Haha, Komprimator, das bringt ihm gar nichts. Nachtnebel trifft doch immer, oder nicht? Nachtnebel!
Es übertrank, nein. So haben wir nicht gewettet. Scheiße. Du bescheuertes Pokémon. Du bist hässlich. Ah, warum zieht das so wenig ab? Wie viel KP hat er denn verdammt nochmal? Der hat 100 bestimmt. Muss er ja. Sogar mehr als 100. Slimog ist verwirrt und... Ja, trifft sich selbst. Ich nehme jetzt nochmal Finsterfaust. Einfach weil die Attacke cool aussieht. Bam, ein Schlag aus der Finsternis. Volltreffer, sehr schön. Damit hat es sogar mehr abgezogen als Nachtnebel abgezogen hätte. Ah, so, oh, Säurepanzer, Alter. Man hört doch mal auf mit diesem scheiß Säurepanzer. Der ist so mies. Das kann ich gar nicht schaffen, glaube ich. Ah, ich habe nur noch Glurak als Jax. Gary ist zwar auch gut, aber sein Level ist noch ziemlich gering. Tatsächlich. Wenn ich jetzt Slimog besiegen würde mit Albtraum, wäre er 27. Das ist ganz klar. Wäre natürlich super toll, Alter. 27. Nein, jetzt geht die Attacke daneben. Ausgerechnet jetzt. Aber es ist immer noch verwirrt. Schlammbad. Ui, nicht sehr effektiv. Nur noch mal so am Rande gesagt. Also keine Angst. Davon werden wir jetzt erstmal nicht sterben. Es geht wieder daneben. Was? Warum jetzt auf einmal und vorher nicht? Oh oh. Schlammbad. Ein Volltreffer würden wir auch noch überleben. Jetzt würden wir nicht mehr überleben. Jetzt treffen wir mit Nachtnebel wieder, aber es wird nicht reichen. Dann können wir Donnerking einsetzen. Ja, es ist mir auch recht. Wenn der auflevelt, ist es auch nicht schlimm. Albtraum ist jetzt auch auf Level 26 aufgestiegen. Das war auch eigentlich so auf dem Level von Donnerking. Und Donnerking kann jetzt mit Glück auf Level 25, ja, vielleicht ansteigen. Nein! Schon wieder ein Hypertrank. Was? Junge, was ist mit dem los? Das gibt's doch nicht, du scheiß Pokémon. Jetzt sei paralysiert, du Gift-Pokémon. Nochmal Schockwelle. Komm schon, sei paralysiert und greif jetzt nicht an, dann wechsle ich ganz schnell nochmal. Please, die. Oh, es hat ja noch... Ja, das war's jetzt. Donnerking besiegt. Ich habe noch zwei Pokémon. Ne, drei. Ramna habe ich noch. Ah, Loot will ich noch nicht einsetzen, der... Ich setze nochmal Ramna ein. Der hat perfekte Werte momentan, der Ramna eigentlich. Dürfte damit fertig werden können. Obwohl er zweimal Säurepanzer eingesetzt hat. Das ist natürlich ganz schlimm. Und Schlammbad ist nicht sehr effektiv. Das ist das Positive. Und nochmal Surfer. Ja. Schlammbad, da setze ich mal Kampf ein. Ich glaube, ist nicht sehr effektiv, aber... Oh! Ja gut, ich lasse es lieber. Das sieht wirklich dann nur zwei ab. Gedacht, das sieht dann so 5 ab. Insgesamt 10. Wehe, der hat noch einen Übertrank. Oh, und jetzt geht's wieder daneben. Super. Eieiei. Also Glurak könnte es locker schaffen. Ich habe auch noch ein paar Hypertränke. Würde ich auch noch gleich einsetzen. Ich werde den Kampf aber nicht gewinnen können. Aber so ein bisschen Erfahrungspunkte, das ist überhaupt nicht schlecht. Das steigert natürlich meinen Wert der Pokémon. Oder den Wert von meinen Pokémon. Dass sie einfach beim nächsten Kampf dann viel, viel stärker werden und alles. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie eine Arena übersprungen. Weil die auf einmal von nichts auf... Ja, von nichts auf nichts... Level 39, Level 40 gleich wahrscheinlich noch sind. Das ist einfach unglaublich. Aber ich kann es schaffen. Surfer, Volltreffer, komm. Ah, das gibt's da nicht. Wehe, es wird ein Volltreffer, wollte ich sagen. Ihr Arschlöcher. Mein Rammler ist tot. Wen soll er denn jetzt rammeln? Gary, du bist dran. Drachenwut zieht 40 ab. Ha, scheiße, warum habe ich den nicht genommen? Ich bin so ein Fisch, Alter. Ah, ich bin so bescheuert. Boah, Level 28, ganz klar. Und seine Werte? 3, 3, 2, 1. Boah, Alter, der ist so geil. Ist so geil, Alter. Smogon? Na, ich wechsle nicht. Nur ein Smogon, geil. 36? 37, okay. Nochmal 40 bitte abziehen. Pff. Wen hat er als letztes? Smogmog vielleicht. Das hat mehr als die Hälfte abgezogen. Nein, Toxin, Alter. Er hätte alles einsetzen können, aber nicht Toxin. Giftstachel wäre geil. Aber warum denn Toxin?
Ah, es ist so mies. Ich hasse es. Nochmal Drachenwut. Smogon K.O. Hat also wahrscheinlich 73 KP oder so. Smogmog als letztes Pokémon. Wir gewinnen sogar den Kampf noch wahrscheinlich. Das ist ja mal ein Ding. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir werden wieder 43. Aber, liebe Leute, und das darf man nicht vergessen, er hat 3 Hypertränke, glaube ich, schon eingesetzt. Und das zieht wieder mal 40 ab. Wie immer. Und Drachenwut trifft, glaube ich, immer. Boah, ich glaube, ich gewinne sogar noch mit Gary und er wird dann Level 29 werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, Razaf, der wird immer schwächer. Muss ich irgendwann mal auswechseln vielleicht, weil der sofort weg war. Hat er echt kaum was ausrichten können. Ah, das war fast ein Volltreffer, würde ich schon sagen. Einfach sofort ausgeschaltet. Wenn er jetzt Finale einsetzen würde, dann... Boah, das wäre so mies. Und nochmal. Flammenwurf! Konzentration auf einen Angriff. Sieg! Wir haben gewonnen. Yeah! Und es sind 1593 Erfahrungspunkte. Leiter Koga besiegt. Na sowas. Du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Sehr schön. Er reicht uns seine Seele. Nun, da du meine Seele bist... Nein, okay. Wird die Abwehr deiner Pokémon... Alter! Deswegen! Ah, Alter! Warum? Jetzt erst! Ist doch bescheuert. Kann ich nicht zuerst diesen Scheiß... Toxin gibst du mir dafür? Ich dachte Psycho... Alter, komm, ich... Was? Jetzt wird erst die Abwehr gesteigert. Das ist irgendwie... Das heißt... Oh Mann, hätte ich mit dem Level... Hätte ich gewartet wieder mit dem Aufleveln. Obwohl... Meine Pokémon sind ja noch nicht mehr über 40. Das ist schon mal sehr gut. Deswegen hat Raichu nur immer 1 oder manchmal sogar 0 bekommen. Alter. Unglaublich. Jetzt wird erst die Abwehr gesteigert. Warum nicht von Anfang an? Das wäre so geil gewesen. Jetzt wird Raichu auch nicht mehr ganz so anfällig. Gott sei Dank. So, willkommen. Bla bla bla. Ich guck mal kurz, ob vielleicht die Abwehr trotzdem gesteigert wurde. Von den ganzen Pokémon. Ich habe hier so ungefähr die Daten, die Werte. Gucken wir mal auf Raichu. Vielleicht wurde das nachträglich dann noch, weil wir es geschafft haben, geändert. Das wäre ja super. Glaube ich aber nicht. Ne, 31. Also hat sich gar nichts geändert. So, der kommt wieder an die erste Position. Der kommt dahin und der kommt dahin. Und dann würde ich sagen... Tja, hier, ne? 28, 26. Der hat sich abgehoben hier. Hier sehen wir nochmal die Verhältnisse. Na, ist nicht gerade wirklich enger geworden. Obwohl doch, es waren 8 Level Unterschied, glaube ich, irgendwie. Nee, nein. Oder? Kann sein, egal. Wir sehen uns im nächsten Part hier bei Let's Play Pokémon Feuerrot. Ich freue mich schon auf euch. Bis dann.